Feintod, Feintod ist immer gut. Da ist Rubin wieder weg. Okay. Würde ich schon sagen, oder? Wir können halt nicht weiter klären. Marcel prügelt sich danach. Ja, da war eine Truhe. War. Ja, ich merke schon, warum es war. So von Weitem sieht sie jetzt eine springende Truhe. Unterbrochen. Nein! Wir haben ja genug Zeit. Was sagtest du, Julia? Das Heilpotenzial ist uns jetzt so riesig vom Gelernten, kommt mir vor. Nee, deswegen musst du ja auch mit Schilden arbeiten. Präventiv nicht. Ja. Der Präventivheiler. Das ja. ist immer noch viel, was viele Leute noch verstehen müssen. Auch wenn sie den aktiv spielen. Bibi? Danke. Bibi. Bibi. Weil, es gibt ja im Grunde auch nur A. Schwierig, und der ist ein Vollkommen. Ja, aber deine Fee hat ja zum Beispiel auch Heilung. Heilung und Schild oder die Heileffekte verstärken. Oder Schildeffekte verstärken. Gibt's ja alles. Deine Illumination zum Beispiel verstärkt ja deine Heilung und dein Schild. Also Illumination 10% auf Magie Schaden. Und 5% Heilung. Schon nichts bekommen. Ja, habe ich auch gerade so festgestellt. So, Moment, oh fuck, da war ja was. Das ist Silber, ne? Da ist noch eine. Okay, warten wir. Hier haben wir einfach mal den Raum. Immer diese Leute mit einer Gummileitung. Jo, übers. Ja, so, kannst ja nichts für. Das ist genauso wie heute beim Meeting. Einer die ganze Zeit rausgeflogen ist. So der Techniker. Kannst ja auch nichts machen. Was ist Österreich? Das muss ich erraten. Ihr habt die besseren Leitungen als wir hier in Deutschland. Da bin ich mir ziemlich sicher. Zumindest liegt unser Glasfaserkabel liegt auf der Hauptstraße. Ja, aber bei uns auf unserer Straße halt. Ah, das ist toll. Auf dem was? Straßen? Auf der Hauptstraße. Ja, und unser? Du den zweiten Satz davon. Auf unserer Straße nicht. Achso. Und zieht noch. Ja, aber bei uns liegt in der gesamten Stadt schon Glasfaser, ne? Jetzt müssen nur noch die Häuser alle angeschlossen werden. Hey Björn, guten Abend. Hallo. Weil ich warte halt auch jetzt eigentlich, bis mein Vermieter endlich mal Sachen tut.
Tutentut. Ja, Tutentut. Weil er hätte getatet schon vor 3 Jahren, als ich ihn darauf angesprochen habe. Aber da er nichts getan hat. Ich liebe dieses Tutentut. Theoretisch haben wir gerade erst Hochwasser gehabt. Theoretisch haben sie ziemlich viel Nein machen müssen. Theoretisch hätten sie so viel Voraussicht haben können, dass sie genau irgendwie Wasser genug haben. Das ist eh schon wieder alles aufbauen. Nein, man muss doch an jeder Ecke Geld sparen. Das wäre zu aufwendig. Das wäre zu hilfreich, wenn man direkt schon alles gut macht. Das kannst du nicht von Leuten erwarten. Ja, du müsstest zum Beispiel auch für deinen Ether stacken, müsstest du auch geweihte Erde haben, im Übrigen, Julia. Ich hab geweihte Erde, ja. Ja, das ist auch ein Schild. Und der verstärkt deine Heilung, wenn du da drin bist. Wie geht's dir und deiner Truppe? Es ist Wochenende. Ich glaube, es geht allen gut. Ja. Ja, kannst ruhig immer, wenn es da ist, also wenn du den Ether-Stack hast. Hoffe bei dir auch. So. fuck. Ja, egal. Ich sehe Drachen. Oh Gott. Das ja, ist etwas schlecht. Warten wir erstmal, was jetzt kommt. Das waren schöne Schläge. Ja, sind Pinkwasser. Alles für eine Goldruhe. Nice. Ja, hat sich ja fast gelohnt. Was? Nochmal bitte. Das Schild tut mir derweil noch zu schwach vor, als dass es Heilung ersetzen würde. Das soll ja auch nicht ersetzen. Schild ist Schild. Ja, oder... du hast auch aber schon, auch... Das, ist nicht, das fällt dir nicht auf, aber das ist schon spürbar. Dazu kommt ja Dals ja nicht nur selbst. Die Fee halt ja auch. Du kannst die Fee ja auch kommandieren. Es gleicht sich schon aus. Also zumindest dynamisieren, das machst du eigentlich nie, außer es kommt halt AOE-Schaden rein. War dynamisieren nicht der Einzel? Nee. Der AOE-Spell hieß doch, glaube ich, anders, oder nicht? Nee, der hieß dynamisieren. Equilibrium ist der Single Target. Ja, stimmt. Genau, so umgekehrt war es. Und, wie heißt das? Es gibt Präpollution oder sowas, was halt dein Schild zur Heilung umwandelt. Also das glaube ich, das ist so ein grüner mit, das sind so zwei Blasen. Ich weiß nicht, wie genau der heißt, da müsste ich nachgucken. Disportion oder... Kommt das nicht später? Nee, das müsste schon mit... 50 kommen oder so. Dissipation war mit dem Fee wegschicken. Oh, übrigens. Das ja, ist okay, Apo, nee, dann das ist es nicht. Apo irgendwas. Mit 58 hättest du den bekommen. Ja, Apotropion. Genau, das meine ich.
Du regenerierst beim nächsten Erlangten dynamisieren oder Katalyse-Status LP in der Höhe Schadenreduktion, die deine Visieren-Barriere gewährt hätte. Statt der Barriere teilst du quasi. Ja, und Bezwingbarkeit hast du zum Beispiel auch, das ist ein AOE-Heal. Apotroption, ja. Was hat Noeta dafür dabei? Hier ist Stärkung. Ja. Stärkung habe ich. Nee, für Apotropon brauchst du das nicht. Nee, das ging ja auch für Unbezwingbarkeit. Achso, Unbezwingbarkeit, ja genau. Du hattest wohl über Unbezwingbarkeit geredet. Ja. Ja, also alle Heilungen, die tatsächlich auf diesen Fallen aufhalten. Kriegst aber später auf weise Voraussicht zum Beispiel. Was ziemlich geil ist und viele nicht machen. Es hat, ich meine, 30 Sekunden hat das. Geht das? 45. Und wenn man. 45 sogar, ja. Und dann, wenn man auf 50% droppt, wie jetzt zum Beispiel, würde ich jetzt hochgeheilt werden. Oder wenn die Zeit abläuft, würde ich automatisch hochgeheilt. Das ist quasi so dein Backup. Marcel. Ja. Ja, ich muss gerade so innerlich ein bisschen schmunzeln über die Skills. Du weißt einfach, glaube ich, auch warum. Ja. Beste ist, wenn sowieso Raffinesse kommt. Oh ja. Dann hast du nämlich einen garantierten Crit. Und wenn du das garantierte Crit-Schild machst, also Katalyse und was ist es noch? Was ist der stärkere davon? Ist doch Katalyse, oder? Ist nur eine goldene. Ah, ja. Ist klar. Egal. Den ziehe ich zum Portal. Falsch. Okay. Da müssen wir nach, ja. Ja, Katalyse ist das genau. Dynamisierung ist das normale und Katalyse ist halt 180%. Zweimal 180%. Ja, und wie gesagt, finde doch mehr Heilung ist dann Feen. Fähigkeiten. Bei der Zeit ist sie noch nicht ganz wie zum Beispiel mit dem Tankbuster. Da gibt's einen Crit-Shield. Ja, okay. Also Katalyse, zum Beispiel. Ja, schon klar, was du meinst. Oder zum Beispiel Illumination. Kannst du mir auch geben. Zumindest der Gruppe. Okay, eine Goldtruhe, ein paar Goldtruhen und... Oh, wir sollten gerade Richter. Ein paar Goldtruhen und eine Bronze. Also nichts Aufregendes. Das sind zu viele Viecher. Nichts Aufregendes, also. Ja, geweihte Erde bringt halt auch was. Oh, Manticore. Ah, mit der Manticore können wir das schnell aufräumen. Soll ich? Oder lieber nicht? Doch, kannst du. Mach aber hier am besten. Also hier ist eine silberne. Hier anfangen? Okay, warte. Achso, dann müssen wir aber auch eine Hexung nehmen. Ja, das ist kein Problem. So, der Manticore. Aua. So, dann renne ich schon mal weiter. Dann gehe ich in diesen großen Raum, um einfach aufzuräumen.
Alter. Ich mag es, wie die einfach so. Selbst so große Viecher einfach mal mit wegfliegen. Aua. Komm schon. Ah, dammit. Hier ist aber noch eine Silber. Ja, hab ich gesehen. Oh, da war noch einer hinter der Ecke. Schöner Salat. Hast du gerade... Ja, bevor ich wieder... bevor es wieder zu spät ist, mein Aurora. Ja. Ich höre einfach nur gerade so den gefürchteten Sound. Ja. Kopfschuss. Kopf, ja, ich wollte gerade sagen, Schuss in den Kopf einfach. Drei Stück. Was das, drei, ich wollte gerade sagen, so, was ist das für eine Truppe gerade, die auf uns dazukommt? Aua. Was ist das denn? Was soll das denn? Ich hab Rücksprung gemacht und hab die Gegner dann nicht mehr gesehen. Hm. Was direkt hinter der Ecke. Ja. Irgendwie bin ich durch die Wand gesprungen. Oh, nice Abschwächung, Marcel. Das wirkt schon sehr geplant. Ja. Oh, da kommt schon wieder ein Grabwächter. Spürt die Macht der Hosenlosen. Oh ja. Die Typen haben keine Hosen mehr. Das heißt, sie sind sehr mächtig. Hobby-Streamer. Lohnt es sich? Nein. Sieht nach Bronze aus. Er ist Bronze. Sehe ich auf der Karte. Ja, ich würde sagen, das lohnt sich nicht. Das ist nichts drin? Nichts. Ja. Hier ist eine versteckte Truhe. Ebene 99. Warum habe ich jetzt einen Nisa abbekommen? Frag mich nicht. Fragen über Fragen. Immer die Leute, die beim Niesen nicht den Mund zumachen. Und die Nase. Sondern durch die Gegend trotzen. So, der von hier hinten, ey. Schon sniped, der. Grabwächter.
aber zum Glück um. Na, krieg ich den? Ja. Naja. Nein, Dragoon! Du hast echt Talent, um hinter die Ecken zu springen, oder? Ja, ist sehr aggressiv. Ich will gerade das Vieh angreifen, so wie hinter der Ecke, so. Wir haben 17 Minuten. Ja, schaffen wir locker. Wir sind ja schon in der letzten Ebene. Genau. Nur eine goldene. Okay, keine versteckte. Oh ja, das Silber. Ist auch die versteckte? Kann man eigentlich nur die Waffen eintauschen oder auch die Rüstung? Oder wird beides? Ich habe auf jeden Fall beides weg, also wird wohl beides möglich sein, ich weiß jetzt nicht. Au! Kann ich ja gleich gucken, wenn wir rechtzeitig vor sind. Wo geht der hin? Achso, da hinten ist noch Krieg. Ja, vor allem hier ist noch ein versteckter. Ja, da ist der versteckte Schatz. Da ist ein Drache auch. Ja, ja. Dachte eventuell, guckt dann in die andere Richtung, aber nee. Fehlanzeige. Ja, okay. Gesundheit. So. Haben alle Peloton hier an. Ich habe nichts zu meiner Verteidigung zu sagen. So, jetzt kommt Cutscene. Was sagt man denn dazu? Bis hier hast du es also geschafft, du frecher Wurm. Dann sollst du am eigenen Leib erfahren, was es heißt, dich gegen Nibet Udilord zu stellen, dem Erbauer dieses Gewölbes, Geheimnissen auf der Spur, die dein... Boy, viel zu schnell. Wie kann das denn lesen? Du wähnst dich auf die Seite des Rechten und Guten. Ach, fick dich einfach. Stirb einfach, alter Mann.
Hier kannst du Kuribo einsetzen. Ja! Sehr viel Kuribo. 1000 Kuribos. Jo. Mach ich. Soll ich schon, oder was? Ja. Haja! Ist ein bisschen sinnvoller, weil die macht halt nur 1200 Schaden pro Angriff oder so. Ja, ich mach 500 pro Angriff, also. Ja, aber ich hätte viel schneller machen können, den Schaden. Ja, die kannst du aber sofort killen. Das stimmt. Crit-Schild. Läuft der. Sauberer Schuss, 966. Nochmal zum Kuribo machen, weil sonst sterben die nicht. Ja, die bleiben. Oder ja, wir können auch warten, bis noch mehr kommt. Das beschwört hier noch mehr. So, jetzt mache ich wieder Kuribo. Doch, letzter Cast. Oh ja! Versuch's jetzt gar nicht mehr. Er hat's aufgegeben. Ja.
Pachai-Rüstung auf 45 und Waffe auf 30. Nice. Nice. So, dann auf zum Ausgang. Yes. Ergebnis erreicht eben 100. Guck mal, 7 Level. Nice. Und sogar eine Genmora-Scherbe bekommen. Ah, das Gelehrtenzeichen schaut echt cute aus. Cute. So, 7 Minuten noch. Okay, das machen wir dann gleich. Ich will jetzt erstmal gucken, was ich für Schätze habe. 8 Stück. Uff. Was? Sturmkometenrohr. Indigo-Stern. Allergische Stiefel der Magie. Replik. Holoprisma Legion. Diese scheiß Holoprisma. Frömmigkeitsmateria 4. Schwere allergische Schenkelschützer. Ach, dass man die Scheiße nicht rausschmeißen kann, wenn man in diesem Kackmenü ist, ne? Allergische Reiterhose der Heilung. Holoprisma der Rabe. Allergische Kyras des Verstümmelns. Und noch ein Holoprisma der Rabe. Nein. Was willst du denn wissen? Ach, hast du das Oberteil für Männer bekommen? Schuhe für Männer. Schuhe, ja. Möchtest du eine Partialwaffe herstellen lassen? Also Waffengriff. Verstärkung der Partialausrüstung wird um 10 reduziert. Also Waffe und Rüstung. Okay. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt meine Rüstung niedriger ist, kann ich das gar nicht machen. Obwohl ich die Waffen theoretisch herstellen könnte, also von den Waffen her das habe. Sagen wir mal, Waffe ist 30 und 25 Rüstung. Ja, du kriegst halt trotzdem Minus, ne? Yes. Was ist, wenn du nie wieder da einigen wirst, dann ist ja wurscht, oder? Ja, ja, klar. Du kriegst das ja auch immer wieder zurück, also so ist es ja nicht. Na eben. Für die höheren Ebenen ist es halt besser, wenn man... Gehen wir noch einmal rein? Können wir gerne machen, ja. Aber wir können ja gucken, wie... Nein, heute nicht mehr. Nee. Ja, generell, ihr wollt wissen, ob ich so eine Waffe nehmen kann? Oder... Wie viel brauchen wir denn? Was für eine Waffe wollt ihr denn? Die normale? Die normale kostet 3. Ja, 3 Stück, das heißt 30 Level. Ja. Ja, wenn dann würde ich die normale wollen, weil die roten fallen mir dazu nicht dabei. Aber ich. Ist deine Rüstung. Deine Waffe schon auf 30? Ich weiß es halt nicht. Also ich habe jetzt 30 und 45, also theoretisch. Ich könnte es machen, aber. Ja. So, jetzt habe ich schon wieder 3 Waffengriffe. Aber ich würde es halt erst machen. Also ich würde einfach mal gucken, wie weit wir kommen. Und ja.
Weißt du, ich finde, und danach können wir das immer noch machen, also. Das sieht so aus, als ob sie einfach die Textur vergessen haben, so, und dann dachten sich, okay, das ist die Partialwaffe. Ja. Deswegen, ich würde einfach gucken, wie weit wir kommen, und danach können wir das immer noch machen. Das läuft ja nicht weg. Das ist ja nicht weg, wenn wir verkacken. Was sie ja trotzdem bekommen. Was? Moment, was? Wenn du was? Wenn du verkackst, hast du die Kisten ja trotzdem bekommen. Nein. Rüstung. Doch, die Rüstung bleibt. Die Level fallen auch. Nicht der Pajal-Waffen. Doch? Nein. Doch? Dann hätte ich ja keine 99. Mit dem anderen Ritscher. Dann hattest du vorher schon. Fängst nicht wieder bei 1 an. Nein, du fängst nicht wieder bei 1 an, aber du. Wenn du reingehst mit dem Level, keine Ahnung, Level 80 oder so. Ja. Wenn du stirbst, dann hast du immer noch 80 dann, wenn du rausgehst, weil du nichts davon behältst. Wie kriegt man die denn im Dungeon drin? Die sind in den Kupfertruhen drin. Können da drin sein. Also ich kann mich nicht erinnern, dass man die Waffen oder die Waffenlevel behalten hat beim Zellen. Ich meine schon. Ich kann trotzdem auch nach hinten reingehen und das Laden holen. Spannung steigt übrigens. Ja, die, wie gesagt, wir können es versuchen. Also ich würde so lange machen, bis wir krepieren. Es kann auch sein, dass es alle 10 Ebenen gesaved wird, aber ich meine eigentlich, dass es bleibt. Ja, yeah, es sind alle 10 Ebenen. Ja. Können wir die Quest jetzt machen? Oder? Ja. Will nur wissen, wie lange ihr noch 12 Uhr. Ich bin noch da. Ja, noch bist du da. Louis 00. Von Liebe und Unsterblichkeit. Oh, die tapfere Abenteurerin, die keine Höhle zu tief in den Erdboden führt. Was für ein Glück. Ich müsste dich nämlich noch einmal um einen Gefallen bitten. Meine Leute haben eine seltsame Notiz gefunden. Sie muss vom Erbauer des Palastes der Toten selbst stammen. Vielleicht kannst du sie dir mal ansehen. Schließlich hast du ihm bereits persönlich gegenübergestanden. Dank dir sind wir schon weit vorgedrungen, aber über den geheimnisvollen Erbauer lässt sich einfach nichts in Erfahrung bringen. Vielleicht hilft uns ja nun dieses Schriftstück weiter. Euna Kotor sagte, er würde nach Isomha kommen, sobald er seine Unterredungen mit den Gebietern beendet hat. Könntest du dich nicht auch dorthin gehen? Ich habe den dort stationierten Aufklärer schon angedeutet, dass du vielleicht kommen würdest. Auch nur vielleicht. Also können wir jetzt die bronzenen Kisten bitte sammeln, damit wir diese Scherben bekommen? Tun wir doch. Was hab ich gedacht, die Überlegung? Nee, wir kriegen nur dauernd Phönixfedern oder irgendwelche Tränke raus. Das ist halt nur eine kleine Prozentzahl. Also je höher wir kommen, desto eher kann was drin sein, aber ja. Könnte. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Das hier ist das Dokument, das wir im Gewölbe gefunden haben. Leider können wir es nicht entziffern. Es ist in einer unbekannten Sprache verfasst. Bisher haben wir niemanden gefunden, der dieser Sprache kundig wäre. Nicht nur die Sprache des Dokuments ist fremd, sondern auch sein Ursprung. Dieser Äther, der es umgibt, es stammt aus einer anderen Welt. Solus Calum, Kanisena sagte mir, du seist mit der Gabe gesegnet, die Grenzen des Geistes und Körpers zu transzendieren. Mir ist bekannt, dass die Kraft des Transzendierens nicht dem Willen unterworfen ist, doch du bist Nibet persönlich begegnet. Vielleicht hast du eine Vision, wie wenn du deinen Geist ganz auf sein Dokument konzentrierst. Versuch es.
Seltsam, die Seele dieses Mädchens will ihren Körper einfach nicht verhaftet bleiben. Verweigert sie das Leben? Wie kann das sein? Welch unglaubliche Menge an Äther diese so von Hingabe erfüllte Seele gesammelt hat. Bei so starken Gefühlen könnte sie doch für immer bestehen bleiben, statt in die Ätherwelt einzugehen. Aber ich fühle keine Sehnsucht nach Leben in dir. Willst du etwa aus eigenem Willen zu Äther zerfallen? Weil die tragische Liebe zu einer anderen Seele dich so erschöpfte, dass du dich nur noch nach seligem Vergessen, nach friedlicher Leere sehnst. Oder weil du so dumm warst, dich mit meinem Verlust abzufinden, so wie es mir damals dieser Narr von Goliath predigen wollte. Was für ein absurder Gedanke. Wer von so starken Gefühlen getrieben ist, würde niemals ein so schmachliches Ende ersehen. Habe ich nicht recht? Auferstehung von den Toten, ewiges, niemals verschwindendes Leben. Wer wäre nah genug, sich das nicht zu wünschen? Ja, nur darauf ist unsere Existenz gerichtet, uns selbst, unser Wesen und Wirken und Streben für immer zu erhalten. Aber ich spüre, dass du in diesem so natürlichen Begehren gehemmt wurdest von jemandem, der deine reine Liebe verwässerte und dich mit einer verachtenswerten Idee infizierte. Es ist diese Abenteurerin, nicht wahr? Sie hat dir eingegeben, dein Heilige im Loslassen und du hast es geglaubt, weil du sie ja so bewunderst. Aber diesem Irrtum werde ich ein Ende bereiten. Die Stimme dieser Abenteurerin, die durch dein Hirn geistert, wird verstummt durch deine eigene Hand. Mein Palast sei dein Reich, keine kleine Edda. Beseitige den Eindringling, der sich so dreist in unsere Domäne wagt. Geh und entledige dich selbst der Fessel, die das Glück deiner Seele hemmt. Bald ist es soweit, bald hast du dein Leben wieder zurück, genauso wie dein Geliebter für alle Ewigkeit. Und dann werde auch ich dich wiedersehen, meine geliebte Gemahlin. Hast du etwas gesehen? Konntest du die Gedanken des Verfassers fühlen? Nibet Ubdilord. Und er will die Toten erwecken, um am Ende mit seiner Frau wieder vereint zu sein? Ich bin nicht sicher, inwieweit wir seinen Worten Glauben schenken dürfen. Ich bezweifle, dass eine echte Totenerweckung möglich ist. Vielleicht hat er seine Experimente eher aus Neugier gemacht, als er spürte, wie stark Eddas Gefühle waren. Und selbst wenn es seine wahre Absicht ist, er hat mit den Seelen und Körpern verstorbener Schindluder getrieben, den Wald in Unrast versetzt und große Gefahr über uns gebracht. Falls er Erfolg hat, mag es einigen wohl zum Vorteil gereichen, doch das Los so vieler anderer Unschuldige steht dabei auf dem Spiel. Als Hüter des Waldes kann ich seinen Handel nicht billigen. Alles, was ich durch Nibets Schriftstück fühlen konnte, war dieser unbeugsame Wille, sein Ziel zu verwirklichen, koste es, was es wolle. Konntest du bei deiner Begegnung noch andere Gefühle spüren? Was für ein Mann schien dir, Nibet zu sein? Du darfst gerne aussuchen. Das zweite dann. Als traurige Gestalt, die sich an ihren eigenen leeren Worten berauscht. Nibet hat sich ein Ziel gesteckt, das für Sterbliche unerreichbar ist. In diesem Sinn mag er wahrlich eine tragische Figur sein. Jedenfalls bleibt uns nur eins zu tun, den unheilvollen Palast der Toten zu versiegeln.
Nibet ist besiegt und das Schlimmste erst einmal verhindert. Mit Hilfe der Gebieter des Waldes werde ich das Gewölbe mit einem Hag versiegeln, auf dass die Toten endlich Ruhe finden mögen. Ah, man kriegt so einen Titel. Leichentänzerin. Ah, okay. Ja? Bei der Errungenschaft von der ottomanischen Enklave, wo kann man die denn finden? Geh einfach auf kürzlich erhalten. Die hast du ja wahrscheinlich bekommen, oder? Vor kurzem. Ja, aber ich bin da doch nicht. Ja? Ansonsten müssten die unter. Was? Charakter? Kann das sein? Ja, Charakter. Aufbauende Taten heißen die. 1 bis 5. Ja. Komm, hier hopp. Was machst du? Durch die Gegend fliegen. Und so tun, als ob ich sinnvoll wäre. Als ob ich sinnvolle Sachen tue. Aber vorhin einfach ein Fade gemacht. Ah. Dem Klagenregiment geholfen. Oben bei dem Rotbauchnest. Bah. Bah, sagt er einfach nur. Hab gehört, wir machen jetzt Ali Raid. Jetzt, wo wir das auf 100 gebracht haben. Hey, nicht alle auf einmal freiwillig melden. Können wir theoretisch weitergehen? Ja, ne? Ja, okay, können wir. Frage ist nur, wie lange du noch drin bist. Reicht bestimmt noch für den Ali-Raid. Komm, als Abschluss. Na, Julia, was sagst du? Ist das Abschluss, was? Entschuldigung. Sie hört mir nicht zu. Nein, ich hab dir nicht zugehört. Ich hatte nur gesagt, lass mal zum Abschluss noch Ali Raid machen. Achso, na, da bin ich nicht dagegen. Da bin ich nicht dafür, oder? So. Was? Das, so funktioniert das nicht. Zurück in die Gruppe mit dir. Heißt du immer nur nehmen und nichts geben? Nein. Nein. Oha, nee, einfach die Einladung. Ich hätte auch nicht gezwungen, bei Ali Raid mitzumachen. Das nächste Mal. Hier sind ein paar Quests noch. Was? Warum habe ich die nicht gemacht? Warum hast du die nicht gemacht? Ja, das frage ich mich gerade auch. Was soll denn das? Die Reitierverehrungen kriegen tatsächlich, glaube ich, oder? Ja. Ist Reitierverehrungen. Ach, ja, okay. Kann ich ja jetzt machen. Ist Reitierverehrungen denn? Hm,
ist bei 500. Achso. Goldene Magitek. Reiter, Streiter. Oh, war ich wieder auf jeden Fall. Ja, dann auch den zeigt sie gerade eine. Der geht ja einfach. Das ist besser, es war eine gleiche Schlafe. Enttäuschend. Ja. Dann wünsche ich einmal eine gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Was hast du denn jetzt hier? Auf welcher Stufe? Oder was sagt ja, die Errungenschaft? Wir brauchen noch 80 Nüsse. Aber bald. 80? Mhm. 80 Wochen? Oder was? Nein. Ach so, nee, ich meine die Errungenschaft mit Dings hier, mit Domanischen Enklave. Achso, ich brauche noch zwei Stufen. Also jetzt die Kaserne und dann noch eine Stufe. Da ist wahrscheinlich der Garten dazwischen, das ist kein einzige. Der Garten und der Turm ist zusammen. Hm. Du machst erst den Garten und dann sagen die, mach doch bitte noch den Turm der und. Markt und die Schmiede war ja zusammen. Ja. Na Marcel, wollen wir noch alle Raid? Ja. Wenn die beiden nicht wollen. Ja, aber ich komme mit dem anderen. Ich komme mit dem anderen. Los zur Kimmelstadt ist dann eine Ampel zum Aufbau. Himmelstadt ist dann für Ishgard ein Wiederaufbau, ja. Kann das dann das nächstes angehen. Dafür brauchst du aber Crafter, ne? Ja. Hast du gesagt, braucht man dann Level 1, oder? Ja, kannst du es mit Level 1 machen. Das ist sowieso das nächste, was ich angehen werde, aber... Lade mich ein, Marcel. Weißt du, was ich ganz witzig finde? Ja. Ich habe mich mit Solus genau dort ausgelockt, wo ich gerade mit dem anderen Char stehe. Höchstwahrscheinlich bei da, wo du deine Gefährten auf die Reise schicken kannst. Genau. Wer hätte das erwartet? Ali Raido. Als was gehst du? Weiß mal, ja? Dann gehe ich als Sage. Du weißt, dass ich niemanden traue? Oder ich gehe als Gelehrter. Nächste Woche ist dann noch Red-Match auf dem Anzug. Was ist dann? White Mage Waffe? Ja, die Mandible Waffe. Aha. Die bringt mir einen Wasserkristall. Nice. Was? Julia? Und dann noch Handwerker. Welche Waffe brauche ich denn noch?
Astro-Waffe, Monk, Dragoon und Black Mage und die Tankwaffen. Wünsche ich viel Spaß beim Alibrate. Dankeschön. Dir viel Spaß noch. Ja. Beim, keine Ahnung, gute Nacht oder so. Schlafen wahrscheinlich gehst du. Gute Nacht, ja. Ich geh schlafen, ja. Morgen noch ein langer Tag. Bis nächste Woche, würde ich sagen. Ja, ja, tschüss. Ja. Bis denn. Ciao, ciao. Bye. Ja dann. Wechseln? Ja. So, 12.000. Warum tut man sowas? Haben die Preise wieder gecrashed? Ich guck gerade einfach nur für Nichts-Materie. Ja. Einmal reingestellt 629. Aha. Der nächste ist dann 2800, 4000, 4800, dann 30.000, 34.000. So, mal gucken, Transaktionsverlauf. Ja, okay. Die hatten es noch weiter. Das war sogar im, keine Ahnung, 30-Bereich. 30, 30, 30. Für 30 kannst du direkt verkaufen, die Scheiße. Ja, ich verstehe es auch nicht. Warum unterbietet man einfach mal so stark den Preis? Für was? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß ja nicht, was für Gedankengang man da haben muss. Ja, guck mal, alle verkaufen es für 1000. Hoffentlich verkaufen sie auch ihre Technik so in real life. Funktionieren die Technik. Ja, wäre cool. Würde ich dann direkt kaufen. Ja. PS5 statt 500... Keine Ahnung, 50 Euro. Nehme ich. Ja, nehme ich. Ich auch. Zwei Heilungen, zwei Kids. Nice. Dreimal wäre doch zu viel verlangt. Ich habe auch nochmal gecritet. Ah, guck mal. Nice Crit. Geil. Crit. 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 Komm, drittes Mal. Na! Ah. Noch mehr Crit. Mit Illumination drauf.
Crit. Kein Crit. Nochmal Crit. Oh, übrigens, ich muss noch Materia reinstecken in die Waffe und in die Brust. Ja. Soweit die Theorie. Ich hab hier auch noch keine Materie drin. Ach, ich wollte mir die Rüstung holen für den White Mage. Fuck. Obwohl, nee, welche wollte ich mir holen? Doch. Ja, die Uhr. Ja. Hier wollte ich mir die Rüstung holen. 610er. Da erwischen wir den spannenden Ali Raid. Ja. Aber hat sich keiner umgezogen. Ja, ich habe auch gerade geguckt. Wie ist auch immer eine Lebensleiste. Ich finde es aber interessant, du hast in jeder Allianz ein Schild und ein Pure Healer drin. Nimm mal eine unterschiedliche Kombination. Gelehrte White Mage, gelehrtes Astro, Sage White Mage. Sage White Mage. Sage White Mage. Sage White Mage. Ha.
Ich finde den Rückstoß hier manchmal richtig komisch. So, verzögert meinst du? Ja. Achso, ja, weil er sich verteilt über die ganzen Mitglieder. Vom Radius aus. Vom Innenradius. Ist ja genauso wie mit Resedra oder alles, was flächenbasierend ist. Oder auch Tötungsskills von Bossen. Ja. Keine Ahnung, das ist der Tank, der gerade ein Limit Break gezündet hat, oder dass irgendjemand stirbt und irgendwer halt nicht, ne? Hm. Ach ja, Krieger des Lichts. Ach ja, ja. Hades. Ja, auseinander, Sterbliche. Da möchte ich nicht drin sein. Nicht? Verstehe ich nicht. Ja, das ist sicher. Das nächste Mal ziehe ich dich einfach rein. Ist es okay, ne? Ja, klar. Ich mache Unbeirrbarkeit und dann kannst du das gerne machen. Das war ein Slidecast. Scheiße. Warum hast du dich einfach ans andere Ende gestellt? Dass du mich quasi da durchziehst. Ja, wollte ich gar nicht. Ich wollte ja durchlaufen. Achso. Auf die andere Seite. Und dann hast du mich ja gezogen. Und dann Ich hab dich nicht gezogen. Nein, ich bin selber reingezogen worden. Ich hab dich nicht gezogen. Ich hab kein Cooler drauf. Kannst du gucken. Dann muss es aber eine ziemlich. Muss sehr merkwürdig gewesen sein, deswegen dachte ich so, hey, was soll das denn? Ich wollte dich eigentlich mit reinziehen an sich. Ach so. Wenn wir jetzt einfach da hinten stehen müssen. Ja, wie gesagt, ich habe nicht erwartet, dass ich da reingesogen werde. Weil ich war eigentlich noch weit genug weg, meiner Meinung nach. Wenn du mich nicht gezogen hast, dann muss ja der Sog von dem Ding sein. Oh, das war... Das neben, hätte fast mein Ohr getroffen. Ach ja, jetzt kommt ja Amon. Daniel. Schön. Kannst du den wieder in die Mitte ziehen? Meine Fee steht da. Nein? Okay. Kann nicht. Das ist jetzt einfach egal.
Also an das Eis, was da vorne ist, gehe ich sicherlich nicht dran. Ja, ich würde da auch nicht hingehen. Aber ich habe keine andere Wahl. Weißt du, ich will den Baden heilen. Der da gestorben... Nee, den Dragoon heilen. Irgendjemand ist gestorben, ich weiß nicht mehr, wer das war. Der Dragoon. Dragoon. Und ich bin bewegungsunfähig. Und denk mir so, geil. Und in dem Moment ist er gestorben. Ich denk mir so, ist das jetzt ein fucking Ernst? Immer der Dragoon am Sterben hier. Ja. Auch wenn er nicht anwesend ist. Ein Dragoon übernimmt es dann. Ja. Mögen die Emotes mit euch sein. Ne. Was soll ich übernehmen? Nein, nein, die anderen Dragoons übernehmen für dich. Tod und Verderben zu bringen. Ja. Oder einfach zu sterben. Die haben es halt nicht so drauf wie du. Du sammelst ja wenigstens Schwächemarker. Aber die sterben ja. Jeder tut, was er kann. Tja, schade, dass es nichts Cooles war. Ja. Aber ich habe Erinnerungsklumpen des Kummers bekommen. Nice. Ja, Erinnerungsklumpen des Kummers. So. Na dann. Zeit hier aufzuhören. Würde ich sagen. Na. Leider kein ganzer Balken. Na.
enttäuschend. Ja. Gut, dann würde ich sagen, für alle, die noch im Stream mit dabei sind, ich wünsche euch eine gute Nacht. Gute Nacht. Sauft nicht zu viel. Schönes Wochenende. Ja, schönes Wochenende und gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.